Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Hier mit unserem Botschafter, dem Nachfahren von Crash. Ja, wir sind hier auf unserem Schiff, das wir am Ende der letzten Folge bekommen haben und haben zwei Möglichkeiten bekommen, nämlich nach Taris oder nach Nar Shaddaa zu reisen. Ich glaube, vorgesehen ist eigentlich erst Taris. Das sieht man jetzt hier mal schlecht, weil beide Stufe 50 ist, weil ich ein bisschen gelevelt habe, damit wir uns komplett auf die Story fokussieren können. Aber ja, Taris müsste der erste Planet sein. Das heißt, wir reisen zuerst nach Taris 16 bis 20, genau. Ja, wir sind der Seuche auf der Spur und es scheint einen weiteren Ausbruch auf Taris gegeben zu haben. Mal schauen, was uns gesagt wird. Gut von euch zu hören. Der Rat hat eure Ankunft auf Taris bereits gespürt. Eine faszinierende Welt. Dieser Planet war nicht Teil meiner Studien im Tempel. Vor Jahrhunderten war Taris wie Coruscant eine lebendige Welt. Dann zerstörte ein mächtiger Sith Lord an einem einzigen Tag die Städte des Planeten. Sie wurden zu dunklen, schmutzigen Sümpfen. Doch die Republik baute sie mit der Hilfe von Meister Syn Tykan wieder auf. Meister Tykan kennt diese Wildnis sehr gut. Wir bekamen regelmäßige Berichte von ihm, aber jetzt ist er verstummt. Ihr denkt, dass Meister Tykan an derselben Krankheit wie Meisterin Yuan Par leidet? Wir befürchten es, ja. Meister Tykan arbeitete eng mit seiner Padawan-Schülerin zusammen, Aris Voranell, und mit einem Captain der republikanischen Expeditionstruppen, Captain Nelex. Aris und Captain Nelex sind in der republikanischen Basis. Sie sollten bei der Suche nach Meister Tykan helfen können. Wir werden sehen, was wir für Meister Tykan tun können. Wenn Meister Tykan krank ist, schützt ihn, wenn möglich, und versucht mehr über diesen Seuchenmeister herauszufinden. Wir warten auf euer Wort. Viel Glück. Syn Tykan. Die ausgeprägten Überlebenskünste des Kali-Jedi-Meisters Syn Tykan erlauben es ihm, selbst die gefährlichsten Umgebungen zu meistern. Meister Tykan hat seine einzigartigen Talente überall in der Galaxis eingesetzt, Dutzende von verwüsteten Welten erkundet und studiert und Wege gefunden, den katastrophalen Schaden an ihren Ökosystemen umzukehren. Da er so auf seine Arbeit fixiert war, dauerte es viele Jahre, bevor er einen Padawan annahm. Er wollte sein Wissen nicht an jemanden weitergeben, der nicht seine tiefgehende Leidenschaft für die Natur in all ihren Formen teilte. Doch schließlich fand er eine würdige Schülerin in der eifrigen und ernsthaften Aris Voranell. Gemeinsam gingen sie eine der größten Umweltherausforderungen der Galaxis an, die Wiederherstellung von Taris. Okay. Wissen wir Bescheid. Dann auf die Planetenüberfläche. Das blenden wir mal aus, das brauchen wir nicht. Wer mehr von Taris wissen will, ne, natürlich in den KOTOR Comics und dann natürlich auch in den KOTOR Videospielen, weil das ja ein zentraler Planet. War damals, glaube ich, sehr cool, dass man das wieder eingebaut hat in dem Spiel. Hat sehr viele gefreut, die von KOTOR und so halt eben kamen. Ja, wie gesagt, die Krankheit, ne, wir sind immer noch dabei zu überlegen, wie wir damit umgehen. Wir kennen die ja, oder wir kennen ja zumindest die Art dunkler Krankheiten, beziehungsweise wenn die dunkle Seite jemanden befällt, durch unsere Schwester. Der Imperator hat ja versucht, sie zu kontrollieren. Das heißt, in der Hinsicht sind wir da schon mal ein bisschen vorbereitet. So, jetzt wird uns gleich wieder hier Seresh entgegenbrüllen. Aber die werden wir heute einfach gekonnt, geflissentlich ignorieren. Willkommen auf Taris. Ich bin Gouverneurin Seresh. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik dienen. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Also an die Arbeit. Zusammen. Gut, danke fürs Gespräch. So, die Basis ist hier gleich nebenan. Das ist angenehm. Das ist verrückt. Wir hätten jede ungewöhnliche Aktivität von Meister Tykan bemerkt. Aber der Rat befiehlt, dass wir... Da ist er ja. Genau rechtzeitig. Ich bin Captain Nelix, republikanische Expeditionstruppen.
Mit eurem Rang könnt ihr sicherlich die Einheimischen beeindrucken. Aber von jetzt an nehme ich die Sache in die Hand. Oh, natürlich. Ihr seid etwas direkter als Meister Tykan. Das muss eine Verwechslung sein. Mein Meister ist ein berühmter Kalish-Scout, ein begnadeter Fährtenleser. Ich, Padawan-Schülerin Aris Voranel zu euren Diensten. Ich muss euren Meister sehen, Aris. Wenn er krank ist, wird ihn nur die Macht heilen können. Aber genau das verstehen wir nicht. Meister Tykan ist überhaupt nicht krank. Sie hat recht. Als sich der Rat gemeldet hat, war Meister Tykan gerade auf eine Forschungsexpedition aufgebrochen. Falls er uns hintergangen hat, wäre uns das neu. Ihr hättet sie sofort zurückrufen sollen, als euch der Rat verständigt hat. Vielleicht. Aber der Rat befindet sich auf Tython und ich sehe Tykan jeden Tag. Wem würdet ihr glauben? Wie dem auch sei, Meister Tykan möchte euch sicher ebenfalls sehen. Ich versuche, ihn zu erreichen. Captain Nelex, wir brauchen Unterstützung. Sie sind weg, Sir. Alle weg. Captain, empfangen Sie mich. Was zur... Das ist die Expeditionswache. Sergeant Valoy, wo ist Tykan? Es muss einen Unfall gegeben haben. In diesen Ruinen kommt es dauernd zu Einstürzen. Wenn Meister Tykan nicht antwortet, muss etwas Schlimmes passiert sein. Ich organisiere ein Rettungsteam. Nein, verdammt. Ich krieg sie da nicht rechtzeitig raus. Holt erstmal Tiefluft, Captain. Ich bringe euch diese Männer unversehrt zurück. Ja, natürlich. Ich danke euch. In der Zwischenzeit stelle ich ein Team zusammen. Hier, nehmt diese Expeditionskarte. Sie wird euch leiten. Passt auf euch auf. In diesen Sümpfen gibt es mehr als nur Dreck. Meister Tykan ist auch da draußen. Ich hoffe, die Macht beschützt euch beide. Um Taris Willen. Was ist das für eine Redewendung, um Taris Willen? Taris ist jetzt nicht unbedingt der perfekte Planet, um damit Leuten Glück zu wünschen. Hast du den dir schon mal angeguckt? Naja. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir für die beiden für die Expeditionscrew tun können. Ja, ich bin jetzt auch wieder zeitaktuell. Heute ist der 2. März. Die Folge müsste am 4. kommen, wenn meine Mathe-Künste mich nicht im Stich lassen. Von daher, schön, dass ich mal wieder aktuell bin. Ich musste jetzt die letzten Wochen, habe ich ein bisschen voraufgenommen. Erstmal das Finale von Mendo habe ich am Stück gespielt und dann halt jetzt die ersten beiden Folgen davon, um so ein bisschen reinzufinden in den Charakter. Und jetzt bin ich wieder aber, wie gesagt, aktuell. Versuch's auch zu bleiben. Es gibt aber dann bestimmt bald wieder Zeiten, wo ich auch ein bisschen vorproduzieren muss, aber das kriegt ihr im besten Fall gar nicht mit. Jedenfalls gestern Mandalorian, ne, rausgekommen. Ich werde nicht spoilern, so gar nichts. Also ich werde weder Mandalorian spoilern noch Book of Boba Fett spoilern. Ich werde nur so ganz kurz, Book of Boba Fett, wegen TB, aber weil ich immer TBB sage oder denke ich immer Book of Boba Fett. Aber ist ja Schwachsinn. Ich meine natürlich Bad Batch. The Bad Batch. The Bad Batch war sehr geil. Tatsächlich, also ich bin ja nicht der größte Fan dieser Serie und finde immer ich finde die Fokussierung auf eine Crew halt nicht so geil. Das fand ich schon bei Rebels nicht so gut, da war es aber immerhin noch eine, ja, sagen wir mal, Jedi angehauchte Crew, da konnte man noch ein bisschen mehr mitfühlen als Star Wars Fan. Da war ich halt viel mehr Fan von Clone Wars, wo halt so viele verschiedene Gruppen und so im Fokus standen. Das hat mir da irgendwie mehr gegeben damals, wo man halt irgendwie so Arcs hatte, wo man so drei, vier Folgen mit einer Gruppe waren und dann wieder andere, aber trotzdem immer irgendwie Obi-Wan, Anakin und so als Hauptfiguren waren, an denen man sich orientieren konnte, die aber jetzt nicht in jedem Arc dabei sein mussten. Das war schöner, fand ich. Aber gut, Bad Batch kann man sich angucken, also auf jeden Fall. Und die gestrige Folge, oder also die Folge halt, die von dieser Woche war extrem cool. Weil es halt für mich eine Frage beantwortet hat, die ich mir schon damals gestellt habe, als ich noch wirklich 13 Jahre jünger war, habe ich dann nachgeguckt. 13 Jahre ist es schon her. Oder 14 fast. Jünger war und damals The Clone Wars Staffel 2 geguckt habe und mir immer gedacht habe, oh, das ist eine geile Idee. Das wird bestimmt nochmal aufgegriffen. Das wird bestimmt super relevant. Und dann wurde es immer jedes Jahr weniger, die Hoffnung. Und gestern plötzlich, oh, okay, sie haben es nicht vergessen. Fand ich mega geil. Und Mandalorian, ich verlinke euch am besten meine Rezension für die Jedi-Bibliothek in den Shownotes. Ist ein etwas holpriger Start. Die Rezension ist übrigens dann nicht spoilerfrei. Nur so zur Info. Hat etwas einen holprigen Start, ist ein bisschen überladen, die Folge, aber trotzdem wieder schön zu Hause zu sein, wenn man so will. Tut das gut, zu Hause zu sein, kann man sagen. Also es macht schon wieder Spaß, dem Child und, also Grogu und dem Mandalorian zu folgen und so.
Womit genau habe ich es zu tun? Mit der Macht auf meiner Seite finde ich ihn. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Noch funktionstüchtig. Auch schöne Bezeichnung. Ja. Aber bei Mandalorian, wie gesagt, bin ich gespannt, was die nächsten 8 oder nächsten 7 Folgen noch so nachkommt. The Last of Us ist jetzt auch gestartet. Habe ich, glaube ich, schon drüber geredet damals bei Mando. Ich glaube nicht, da war es da schon angegangen oder habe ich es einfach nicht thematisiert. Jedenfalls auch sehr, sehr überzeugend. Ich bin einfach generell sehr zufrieden mit der ganzen Serienlandschaft und so, was wir da so bekommen. Da kann man sich aktuell wirklich nicht beschweren. Zumindest die Sachen, die ich gucke. Heißt jetzt nicht, dass es nur gute Sachen aktuell gibt, aber die Sachen, die ich gucke, die machen echt Spaß und die schaue ich auch sehr gerne aktuell. So. Ja, stimmt, wir haben ja eigentlich, warte mal, Alt-M war das, ne? Ja, wir haben ja eigentlich, okay, haben wir ja eigentlich diese Map auch, die lasse ich mal offen, die ist besser, da muss ich nicht immer auf die große gehen. Das haben sie ja zum Glück geändert dann, dass man mit M die große aufmacht wieder und nicht mehr die kleine umswitcht, weil das hat mich nämlich genervt, jetzt ist Alt-M quasi die kleine Karte switchen. Wesentlich intuitiver. Ja, und ich habe auch wieder ein paar Umfragen gemacht. Ich weiß gar nicht, welche wir das jetzt besprochen haben. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, also nicht besprochen haben wir auf jeden Fall, welcher dieser Gefährten des Sith Inquisitors in SWTOR ist der die beste. Da habt ihr Ashara gewählt, dann Xalek, dann Talos und dann Andronikos. Tatsächlich Andronikos recht unbeliebt, habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte immer, der ist beliebter. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihm. Talos, muss ich sagen, fand ich bei meinem ersten Playthrough damals als Inqui ganz geil, weil ich da auch wirklich so voll dieser Archäologie-Geheimnis-Sith-Dings war mit meinem Main damals und da Talos einfach perfekt reingepasst hat. Das ist eine sehr gute Wahl für einen Sith-Inquisitor, diese Art des Gefährten oder dieser Gefährt mit seiner Profession. Das heißt, da auf jeden Fall absolute Zustimmung. Bin ich bei euch. Xalek ist halt der offizielle Schüler. Hat eine geile Backstory da sozusagen, dass er sich da so durchsetzt, wie man sich selber damals durchgesetzt hat auf Korriban und so. Das ist schon cool gemacht, da kann ich es verstehen. Ashara, ja, wahrscheinlich weil sie halt bei vielen Love Interest ist, aber so geil fand ich die jetzt eigentlich nie. Also von daher weiß ich nicht, ob ich euch da zustimmen muss. Ich habe ja Kemp-Wahl extra rausgelassen, weil der Startgefährte ist ja tendenziell immer der beliebteste, deswegen. Ja, das wäre ein bisschen langweilig. Außerdem kann man nur 4 Optionen machen. Den Sternen sei Dank. Helft mir, ich kann sie alleine nicht befreien. Alle anderen sind. Wir sind als Einzige übrig. Hilfe! Diese Hitze! Ich brenne! Hilfe! Helft mir! Ganz ruhig. Ihr seid sicher. Ich hole euch heraus. Gehört ihr zu den Jedi? Bitte, rettet Laria! Und die Jedi-Holocrons, Tal. Die medizinischen Daten darauf könnten Millionen retten. Wir müssen sie bewahren. Wenn dieses Wissen so viele retten kann, muss es erhalten werden. Bitte, Tal, helft mir! Ich... Maria? Wie konntet ihr das tun?
Jedi helfen den Leuten. Wir haben gerade von drei Holocrons bzw. Nötigons gelernt, wie man die Seuche aufhält. Also ich bin da schon auf der Seite des Doktors. Die Holocrons könnten wichtige Sachen. Ich wollte Laria auch retten. Aber es hat nicht sollen sein. Es hat nicht sollen sein. Laria, ich habe sie verloren. So kann man es auch ausdrücken. Es tut mir leid, Tal. Diese Holocrons enthalten wahrscheinlich Heilungsmethoden für hunderte von Krankheiten. Tykan hätte ganze Planeten töten können. Nicht nur uns. Ich hätte gerne eine Erklärung, was hier los war. Wir führten gerade Kontaminationsmessungen in den Ruinen durch. Doch dann fanden wir die Holocrons und beschlossen, sie sofort zu bergen. Und auf dem Weg zurück lockt uns Tykan in eine Falle, zündet die Sumpfgase an und sieht zu, wie wir verbrennen. Meister Tykan geht es schlecht. Er ist nicht bei sich. Haarscharf kombiniert, Jedi. Tykan hatte auch etwas Weisheit für uns übrig. Tykan sagte, er würde uns für die Zerstörung von Taris bestrafen, was Jahrhunderte her ist. Und dass alle von der Kreuzung auch bestraft würden. Die Kreuzung ist eine alte Säuberungsanlage, die von der Republik nachgerüstet wurde und jetzt gefährliche Gase aufbereitet. An der Kreuzung arbeiten Hunderte von Leuten. Wenn Meister Tykan etwas plant... Ich muss Tykan um jeden Preis aufhalten. Wer so skrupellos wie ihr ist, könnte das wohl auch schaffen. Wir bringen diese Holocrons zurück zur Basis und untersuchen sie dort. Hier, für eure Bemühungen. Genießt es, solange ihr könnt, Jedi. Vielleicht findet Tykan auch für euch einen Platz im Sumpf. Wow. Ich will doch nur Menschen helfen. Was man macht, macht man falsch. Jedi, wir haben eben eine Übertragung von der Expedition erhalten. Sie sagten uns, dass ihr sie gerettet habt, aber der Rest ergab keinen Sinn. Tykan hätte sie angegriffen? Nur ein paar Überlebende? Von einem 12-Mann-Team? Sagt mir, dass das nicht wahr ist. Tykan hat den Verstand verloren. Er hat sie in eine Falle gelockt, ein Feuer gelegt und ist geflohen. Nein! Was ist, wenn er sie nur in Sicherheit bringen wollte? Sie haben nicht auf ihn gehört und sind alleine davon gezogen. Ich verstehe euch, Aris. Ich habe meine eigene Meisterin so leiden sehen. Ich möchte, dass er gefunden wird und seine gerechte Strafe erhält. Selbst wenn ich ihn persönlich herschleifen muss. Nein, bitte. Das ist alles nicht seine Schuld. Darüber können wir später diskutieren. Meine beste Spur zu Meister Tykan ist im Moment die Kreuzung. Er soll verdammt sein. Die Kreuzung ist eine Gasfalle und es befinden sich lauter zivile Arbeiter dort. Haltet eure Augen offen. Tykan hat die Kreuzung bei seinen Wiederaufbaubemühungen benutzt. Dort gibt es vielleicht einen Hinweis darauf, wie er aufgehalten werden kann. Bitte verletzt Meister Tykan nicht. Er ist der Einzige, der Taris retten kann. Und er muss mir all dies erklären. Was denn nun? So, wo müssen wir hin? Hier unten hin, glaube ich. Schauen wir mal. Aber ja, wie gesagt, also die Holocrons zu retten, fand ich in dem Moment jetzt einfach sinnvoller, weil wir ja, wie gesagt, auch gerade von dem Hintergrund kommen, dass wir durch Holocrons dieses Heilritual überhaupt erst kennengelernt haben. Also, ne, das ist jetzt so dieses typische Trolley-Problem. Wenn du dich entscheiden kannst, rettest du eine oder rettest du Millionen. Und das war jetzt zwar noch hypothetisch, weil du könntest diese Holocrons könnten 1 Million Leuten helfen. Ob das jetzt auch so ist, ist eine andere Frage. Ne? Das ist dann immer die Gefahr bei solchen Entscheidungen. Man wiegt dann immer auf 1 zu 1 Million, aber dieses hypothetische Konjunktiv könnte, ne? Darf man da auch nicht ausblenden. Aber gut, jetzt haben wir uns so entschieden und ich kann damit eigentlich gut leben. Außerdem bin ich ja immer noch nicht eigentlich so auf der Jedi-Schiene. Bin ja noch immer ein bisschen verhaftet, auch in meinen alten Denkmustern. Und da ist es ja nun mal wichtiger, das Wissen und so zu sichern als eine Person. Vor allem einen Soldaten. Man muss ja auch bedenken, dass wir hier von jemandem reden, der in der Sith-Kultur aufgewachsen ist, wo so Leute wie halt die paar Forschungshelfer da jetzt, die dabei waren, eher so Beiwerk sind. Also die haben ja manchmal noch nicht mal einen Namen.
Wir müssen ja immer aufpassen, dass wir den Charakter hier nicht zu positiv konnotieren. Ne? Er ist jetzt nicht unbedingt der strahlende Ritter in Weiß, nur weil er jetzt bei den Jedi ist, sondern er hat ja auch ein gewisses Ziel. Er will den Imperator aufhalten, beziehungsweise verhindern, dass das Imperium unter seiner Führung noch weiter abdriftet. Er ist jetzt nicht unbedingt anti-imperial. Er hat nur was gegen das Imperium. Gegen den Imperator. Er ist nicht anti-imperial, er hat nur was gegen gegen das Imperium. Aber er hat halt nichts, was gegen den Imperator hilft von sich aus. Deswegen braucht er halt die Hilfe des größten Widersachers, den es aktuell gibt. Und das ist die Republik. Und deswegen hat er sich den Jedi angeschlossen. Beziehungsweise bei ihnen Zuflucht gesucht. Willkommen in der Kreuzung, Jedi. Tut mir leid, wir hatten keine Zeit, sauber zu machen. Tut mir leid. Ich höre merkwürdige Gerüchte von meinen Leuten über Meister Tykan. Seid ihr deswegen hier? Das bin ich. Tykan hat eine Gruppe von Forschern angegriffen und Drohungen gegen die Kreuzung ausgesprochen. Ist das euer Ernst? Warum sollte er das tun? Hier seid ihr. Versteckt euch in Tunneln. Ich kann eure Augenfunkeln sehen. Sie hört auf zu flüstern. Ich bin ein Jedi. Das bin ich. Das ändert gar nichts. Ein so dunkler Planet. Fels läuft spitz zu wie Finger. Schwarzer Fels, der... Wartet. Die Dunkelheit fließt aus ihnen. Sie muss... Ja, Meister Tykan. Kommt herunter und wir finden es gemeinsam heraus. Gemeinsam? Wie an dem dunklen Ort vor langer Zeit. Einst sah ich an dem dunklen Ort. Malachor war dunkel, dann hell. Ich sehe in seine Augen, während wir laufen, während Parkanas alleine fällt. Erzählt mir von Parkanas, Meister Tykan. Woran erinnert ihr euch? Hört auf! Hört auf! Nein! Ich gehe nicht wieder zurück! Ich werde euch alle aufhalten. Und eure Kreuzung hortet Gift wie die Egel. Ja, ich lasse die Gase frei und die Schatten von unter der Erde. Eure Kreuzung wird in Schutt und Asche liegen. Wenn ihr wirklich töten wollt, dann versucht euer Glück bei mir. Es gibt kein Glück, junger Tykan. Wir sind Jedi. Die Macht leitet uns. Was die Jedi wohl tun, während sich das Gas sammelt, Wird es die Arbeiter retten, bevor sie ersticken? Doch das Gas wird auch die Kreuzung anfressen. Wie viele müssen sterben, damit der Planet sauber ist? Tausende? Wie viele wollt ihr töten? Riecht ihr das? Dieser Verrückte hat die Hauptgasleitung beschädigt. Sir, Rakule. Jemand bricht die Lüftungsschächte auf. Es strömen Rakule herein. Nein, wir müssen uns auf die Evakuierung konzentrieren. Oder die Kreuzung retten. Ich weiß nicht. Die Macht wird mit uns sein. Doch wir brauchen eure Hilfe. Wie sollen wir vorgehen? Ich evakuiere unsere... Moment! Eine meiner Crews führt Wartungsarbeiten hinter einem Feuerschott durch. Sie werden am Gas ersticken. Bitte, ich kann sonst niemanden dorthin zurückschicken. Ihr seid ihre einzige Chance. Holt sie da raus, bevor die Rakule den Abschnitt erreichen. Viel Glück. Ich habe jetzt auch keine Gasmaske dabei. Nur so als Hinweis. Aber gut, schickt mich ruhig da rein. Kein Problem. Kümmere mich drum. Mach die Panzertüren auf. Mach die Panzertüren auf. Mach die Panzertüren zu. Mach die Panzertüren zu. Also Parkanas haben wir schon mal gehört. Malachor ist ein wiederkehrendes Element. Ich glaube, das wurde auch schon gesagt, Malachor. Weiß ich gar nicht. Hat es Yuan Pa auch erwähnt, als sie Balla war?
So, wir müssen hier aber eigentlich erstmal dahin zur Tür. Gegner müssen wir mal mitnehmen. Wir müssen ja mal irgendwann zum Lichtschwert greifen in dieser Folge. Steuerung der Panzertüren geht nicht. Die giftigen Gase müssen die Schaltkreise beschädigt haben. Die Macht ist mein Verbündeter. Ich werde nicht scheitern. So, ich muss die alle anklicken. Das ist retten, okay. Ich muss sie einmal berühren. Du kriegst. Oh. Und du kriegst Heilung. Und du kriegst Heilung. Und du kriegst Heilung. Oh. Und auch du kriegst Heilung. Oder Rettung. Oh, ein beängstigender Rakul. Gudele. Zwei fehlen noch. Zwei Rakule, die kriegen wir noch mit auf dem Weg zurück, auf jeden Fall. Machen wir die Gruppe einfach noch hier. Da ist zwar eine Elite dabei, aber ist egal. Geht trotzdem schnell. So nicht geschafft. Naja, gut. Egal, da warten wir halt kurz. Ja, wir haben die Entscheidung mal lieber ihm überlassen, weil sonst heißt es wieder, er hat sich dafür entschieden, dass wir die Station retten statt die Menschen. Oder andersrum, er hat sich dafür entschieden, dass wir die Menschen statt die Station retten. Am Ende sind wir immer die Dummen. Jetzt ist er der Dumme. Also müssen wir uns nicht entscheiden. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Außerdem ist es jetzt nicht so richtig relevant auf dem Weg zu unserem Ziel. Weder die Station noch die Leute sind uns eigentlich relativ wichtig. Eins von beiden müssen wir ja machen. Ihr seid zurück. Und das unversehrt. Hoffentlich habt ihr nicht allzu viel von dem Zeug eingeatmet. Wir haben dank euch die ganze Crew retten können. Es könnte aber mehrere Monate dauern, bis wir die Kontamination bereinigt haben. Viele werden krank werden. Ich bin hier, um einen Jedi auf Abwägen zu schnappen. Alles andere ist zweitrangig. Ihr habt verdammt recht. Tykan ist für all das verantwortlich. Vielleicht können wir euch helfen, ihn aufzuhalten. Hier, bevor Tykan verrückt wurde, studierte er die alte Infrastruktur auf Taris. Hier sind Kopien seiner Aufzeichnungen. Die Verschlüsselung ist allerdings ziemlich alt. Wir können sie nicht knacken. Irgendjemand muss das doch entschlüsseln können. Die Computer in der republikanischen Basis müssten noch die alten Codes beherrschen. Damit bekommen wir die Aufzeichnungen ohne weiteres auf. Gebt Captain Nelex diese Aufzeichnungen. Er kann euch helfen. Und bitte keine weiteren Katastrophen, während ich weg bin. Wir geben Acht. Gebt auch ihr Acht, Jedi. Okay. Bitte komm, Jedi. Hört ihr mich? Ich bin schon auf dem Rückweg zur Basis, Captain. Erklärt mir alles, wenn ich wieder da bin. Nein, dafür gibt es keine Zeit. Die Basis wird angegriffen. Tykan ist dafür verantwortlich. Wir brauchen euch dringend hier. Wir haben... Ihr müsst mir den Rücken frei halten. Tykan ist extrem flink. Ja,
als Darmbuckel. Okay. Warum lässt du uns dann nicht einfach so zurückkommen? Wir waren doch eh gerade auf dem Weg zurück. War jetzt wieder nur unnötiges Drama. Fecktail Schmollerick. Gibt aber auch Namen in diesem Spiel. Schon wieder 20 Rakule. Captain Nelex, was ist hier passiert? Ich hätte wissen sollen, dass ihr es an diesen Viechern vorbeischafft. Meine nur zwei. Tunnel. Tykan muss Rakul-Tunnel unterhalb der Basis gefunden haben. Er hat die Biester auf meine Männer gehetzt. Und diese junge Padawan-Schülerin Aris. Tykan hat sie mitgenommen. Wo hat Meister Tykan Aris hingebracht? Er könnte sie überall hingebracht haben. Er kennt jeden Winkel dieses Planeten. All diese Leute. Tot. Vergesst den Prozess. Dafür will ich Tykans Kopf. Das ist nicht wirklich die Schuld von Tykan. Er ist sehr krank. Verteidigt ihr ihn etwa? Aris wurde... Wartet! Die Tunnel sind noch offen. Ihr müsst den Eingang versiegeln, bevor diese Viecher zurückkommen. Bitte, untersucht die Basis und versiegelt diese Tunnel. Oder die Verwundeten werden zu Futter für die Rakule. Es ist so gut wie erledigt. Danke. Und beeilt euch. Na gut. Holt die Trommeln raus. Es geht los. Die Trommeln. Das ist unglaublich. Ich spiele Bongo, du spielst Bongo. Oh fuck, die sind gar nicht hier unten, oder? Die Tunnel. Nee. Aber ist egal, wir kommen ja hier wieder hoch. Wieso wurde meine Tarnung aufgehoben? Finde ich gar nicht nett. Ah, dahinter. Okay. Blutrünstiger Rakul. Klingt nicht so freundlich. Siegle den Haupttunneleingang. Wo ist der jetzt? Ach, da unten. Die Bongos fangen schon wieder an. Ah, da kommt noch einer. Moment, ich bin mit Machtzeug beschäftigt. Ja, was ich die Dinge überhaupt noch kriege, ich brauche die doch eh nicht mehr. Ich bin doch schon fertig mit dem Ruf.
Die Season endet doch eh bald, oder? Ich glaube, die endet jetzt sogar irgendwann. Kommenden Tage. In der nächsten Season gibt es ja ein neues Stronghold. Da freue ich mich schon drauf. Danke. Jetzt können wir die Verwundeten behandeln, ohne dass wir dabei von Rakulen angegriffen werden. Aber Tykan ist schon lange fort. Aris, dieses arme Kind, er hat sie mitgenommen. Die Macht ist mit uns. Der Sicherheitschef der Kreuzung gab mir dies. Was ist das? Daten über die Infrastruktur? Damit können wir Tykan vielleicht wirklich in die Enge treiben. Verdammt, in diesen Aufzeichnungen fehlen die Rakul-Tunnel. Tykan wusste genau, wo wir angreifbar sind. Und es sieht so aus, als ob einer von Taris Superreaktoren immer noch funktioniert. Er ist beschädigt und strömt Giftgase in das Ökosystem aus. Laut diesen Aufzeichnungen würde es nicht viel benötigen, um eine Kernschmelze des Reaktors herbeizuführen. Tykan hat jede Datei über diesen Prozess kopiert. Bitte sagt mir, dass sich dieser Superreaktor ganz weit weg im Nirgendwo befindet. Tut mir leid. Aber er befindet sich mitten auf republikanischem Boden. Wenn der Reaktor hochgeht, haben wir es mit einer chemischen Explosion zu tun, die das ganze republikanische Gebiet auf Taris vernichten könnte. All diese Aufzeichnungen tragen Tykans Zugangscode. Das ist nicht nur ein Rachefeldzug, das ist Völkermord. Tykan entkommt nicht noch einmal. Was auch immer er vorhat, ich halte ihn auf. Gut, lasst ihn dafür büßen, was er getan hat. Hier sind die Koordinaten des Superreaktors. Lasst mich bitte wissen, wenn ihr Tykan erledigt habt. Meine Männer verdienen die Wahrheit. Und denkt daran, Tykan hat immer noch die Padawan-Schülerin als Geisel. Passt auf euch auf. Okay. Wird gemacht. Wo ist denn Tykan? Ist doch gar nicht so weit weg von dem Schnellreisepunkt hier. Nehmen wir den doch einfach mal. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt freigeschalten habe, ehrlich gesagt, aber gut. Weiß ich wirklich nicht, habe ich hier mal eine Daily oder so gemacht in der Nähe? Oder, keine Ahnung, irgendwas wahrscheinlich. So, wollen wir Tykan mal aufhalten. Die Frage ist halt, ne... Das ist jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage bei diesem Charakter. Ist er jetzt so adaptiv und versucht wirklich bis zum Letzten den Jedi zu retten? Oder sagt er, gut, dann stirbt er halt. Hauptsache die Seuche breitet sich nicht weiter aus. Das ist jetzt so die Frage, die ich mir auch selber stelle, wie ich ihn spielen will. Ne? Also tendenziell würde ich eher sagen, Hauptsache die Seuche breitet sich nicht weiter aus. Es geht ihm jetzt weniger darum, dass der und der Jedi davon geheilt werden, weil er seine Schwester nicht heilen konnte oder so. Das ist jetzt nicht so dramatisch heroisch ist er jetzt auch nicht veranlagt. Sondern ihm geht es, glaube ich, eher darum, dass dieser Jedi-Meister halt nicht durch die Galaxis streift und weitere Leute damit infiziert, beziehungsweise halt anderen Leuten schadet, denen er vielleicht oder die ihm vielleicht mehr bedeuten könnten. Aber wir schauen mal, wie wir uns gleich entscheiden werden. Ich bin selbst gespannt. Na, also, wollte schon sagen, fährt er auch irgendwann los, der Fahrstuhl, oder? Na, hier sind auch Gegner.
So, dann machen wir den da drüben noch, damit wir auch sicher die 15 haben, bevor wir da hochlatschen. Und dann haben wir die Bonus hier auch wieder gemacht. Geht ja zum Glück alles recht fix mit unserer doch recht hochleveligen Rüstung. Und dann schauen wir mal, was Meister Tykan zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Zu spät, Jedi. Ihr seid zu lange umhergeirrt. Viel zu lange. Doch jetzt wird der Reaktor Taris in Flammen hüllen. Kein schwarzer Fels, kein Schatten. Die Republik wird es nicht verbreiten. Ich kann den Planeten reinigen, den Fluss ausbrennen. Denkt nach, Meister Tykan. Ihr wollt den Planeten zerstören, den ihr eigentlich retten wolltet. Ihr versteht nicht. Habt ihr nicht zugehört? Lord Vivica versprach mir, mich zu leiten. Ist Lord Vivica jetzt gerade hier bei uns, Meister Tykan? Er ist hier. Und überall. Er ist... Er. Schon gut, Meister. Ich bin hier, um euch zu helfen. Erinnert ihr euch? Meister Tykan hat alles erklärt. Ich sehe die Schönheit auf Taris, die die Republik zerstört hat. Seine Arbeit muss fortgesetzt werden, um Taris zu retten. Und wir werden zusammen sein. Glaubt mir, Aris. Ich weiß, wie weh das tut. Aber eure Loyalität macht euch blind. Ihr könnt das nicht verstehen. Meister Tykan hat... Er hat mir die Wahrheit gezeigt. Ihr würdet einen ganzen Planeten verwüsten, nur weil es euch Tykan befiehlt? Ich will nur, dass die Republik... Nein. Nein, Meister, lasst uns einen anderen Weg finden. Was ist das? So viel Klarheit in ihr... Und doch wagt sie es, mich zu hintergehen? Niemals. Ich werde euch nicht hintergehen, Meister Tykan. Aber ihr seid krank. Lasst uns euch helfen. Es ist nicht zu spät. Entfernt euch vom Reaktor. Und ich kümmere mich um den Rest. Alle wenden sich gegen mich. Ihr habt diese Dunkelheit hierher gebracht. Die Reinigung von Taris fängt mit euch an. Diese Kraft. Wir waren einmal stark. Die Schwachen verschwinden von Taris. Ich... Nein, nein, bitte! Die Dunkelheit naht, um mich zu verschlingen. Jetzt sind wir da, an der Frage aller Fragen. Keine Sorge, eure Schmerzen hören gleich für immer auf. Schenkt mir Frieden und Stille. Schnell. Ich habe ihn enttäuscht. Meister Tykan hat mich gebraucht. Und ich habe ihn im Stich gelassen. Er ist mein Meister. Wie kann er tot sein? Tykan wurde von der Dunkelheit befreit. Trauert nicht um ihn. Es ist egoistisch, aber ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Ich werde zurück nach Tython gehen. Ohne Meister Tykan wird sich Taris nicht mehr erholen. Ich kann nicht zusehen, wie seine Arbeit hier zugrunde geht. Ich weiß, dass ihr getan habt, was ihr tun musstet. Aber im Moment ist dies der letzte Ort, an dem ich sein möchte. Na gut. Ich finde, es macht hier sogar Sinn, weil er wirklich sehr, sehr viel Leid auch gebracht hat. Also, und die Gefahr einfach auch zu groß war, dass es scheitert bei ihm. Vielleicht gibt es ja Jedi, bei denen es nicht so ganz so gefährlich ist, dass wir sie retten. Vielleicht. Schauen wir mal. Aber Meister Tykan war einfach eine sehr große Bedrohung. Und bis jetzt haben wir es nur bei unserer Meisterin geschafft. Vielleicht fehlt uns auch ein bisschen das Selbstvertrauen, dass wir das schaffen. Und dann machen wir lieber eine finale Entscheidung, als dass wir... diesen Weg gehen.
Na, sehen wir es jetzt. Captain Neelix bestimmt auch ganz zufrieden mit uns. Ich habe die Anzeigen des Reaktors beobachtet. Dank euch können wir auch morgen noch unseren Kampf fortsetzen. Also ist Tykan tot? Ich habe getan, was nötig war. Tykans Opfer haben Gerechtigkeit erfahren. So oder so. Der Verrückte ist tot und ich kann wieder zur Ruhe kommen. Ares wollte nicht reden, als sie fortging. Ich kann mir nur schwer vorstellen, was sie gerade durchmacht. Oh, während ihr fort wart, hat mich Meister Sio Bakan kontaktiert. Er möchte mit euch sprechen. Der Rat wird einen vollständigen Bericht haben wollen. Nochmals danke, dass ihr diesen Wahnsinnigen gestoppt habt. Ohne ihn werde ich wieder ruhig schlafen können. Gute Jagd, Jedi. Benutze das Holo-Terminal deines Schiffs. Das können wir auch abkürzen, oder? Ja. Noch schnell benutzen, bevor später alles Geld kosten wird. Ich habe den Nahrungsbereiter Ihres Schiffs umprogrammiert, um die Kalorienaufnahme der Crew zu verringern. Einige von Ihnen haben etwas zugelegt. Glückwunsch zu eurer harten Arbeit auf Taris. Das muss sehr schwer für euch gewesen sein. Meister Tykans Verlust ist eine Tragödie. Nicht nur für den Orden, auch für die tarisianischen Aufbaubestrebungen. Es war zu riskant. Er hätte sich wieder gegen die Republik wenden können. Dann ist es vermutlich besser so. Die Zivilisten der Republik verlassen sich auf den Schutz des Ordens, vor allem jetzt. Die Seuche ist gnadenlos. Unsere größten Meister leiden und ihr seid unsere einzige Verteidigung gegen sie. Meister Tykans Angriffe auf die Republik wurden befohlen von einem Lord Vivikar. Lord Vivikar? Der Name sagt mir nichts. Wir müssen sofort Nachforschungen anstellen. Leider wird unser Meister auf Nar Shaddaa immer noch vermisst. Wenn Lord Vivikar dafür verantwortlich ist, seid ihr womöglich unsere einzige Hoffnung. Dann würde ich sagen, sind wir diese Hoffnung, aber erst in der nächsten Folge, wenn wir nach Nar Shaddaa reisen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, das war unsere erste Folge abseits von Coruscant und Typhon, also quasi vom Prolog. Und wir sind jetzt hier auf die freie Galaxis losgelassen worden und in der nächsten Folge gehen wir dann auf den mehr bewohnten Planeten Nar Shaddaa. So, wir können aber noch kurz gucken, was wir als Post bekommen haben, weil das ist bestimmt noch, ja. Dr. Geddon Idane. Ich hoffe, der Druide hat mir die richtige Frequenz genannt. Wenn ihr der Jedi seid, der mir geholfen hat, eine Kiste mit medizinischen Holocrons auf Taris zu finden, dann bin ich richtig. Ich wollte euch wissen lassen, dass Laria nicht umsonst gestorben ist. Ich habe die Holocrons zur Untersuchung geschickt und wir haben bereits eine Reihe aufregender Entdeckungen gemacht. Wie wir vermutet hatten, hatten die Jedi in ihrer Enklave auf Taris eine umfassende medizinische Bibliothek, in der es auch Aufzeichnungen zur Rachul-Seuche und ihren Ursprüngen gab. Vielleicht finden wir sogar Heilmittel gegen die Iridianische Seuche oder die Knütix-Brocken. Ist sicher ein Versuch wert. Mit freundlichen Grüßen, Dr. G. Idane, Olaris Rückgewinnungsbasis. Medizinische Abteilung. Okay, also haben wir zumindest ein bisschen Rechtfertigung bekommen für unsere Taten. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat diese erste Folge wieder Spaß gemacht, die ich wieder sozusagen kurz vor Release dann auch aufnehme. Ich bin froh, dass die Reihe bis jetzt so gut bei euch angekommen ist, die ersten beiden Folgen. Und hoffe, dass es auch weiterhin so bleiben wird. Mal schauen, was wir noch für Entscheidungen treffen. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut und ciao.